Ja, und ich begrüße jetzt ganz herzlich Dagmar Schmidt von der SPD. Ihr Sohn Karl ist 5 Jahre und hat das Down-Syndrom. Und ich begrüße Christina Aschenberg-Dugnus, die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP. Frau Schmidt, Sie haben diese Vorsorgeuntersuchung erst gar nicht machen lassen, haben gesagt, es gibt ein Recht auf Nichtwissen. Wenn Sie die hätten machen lassen, wäre es dann einfacher für Sie gewesen zu sagen, ja, ich lebe mit dem Kind, oder wären Sie da nicht auch in Schwierigkeiten gekommen vorher? Nein, wir haben uns ja bewusst dafür entschieden, dass wir es nicht wissen wollen, sondern dass das Kind, was jetzt gerade in mir wächst und was unser Kind ist, dass wir das auch haben wollen und unabhängig davon, wie seine Gene aussehen. Ja, ich würde die Frage mal umdrehen. Ist es nicht letztlich einfacher, wenn man das Baby im Arm hat, es dann zwar dieses Down-Syndrom hat, aber man hat es schon mal, man hat ja auch schon eine Bindung aufgebaut, die 9 Monate, dass man dann einfach sagt, ja zum Leben, denn man muss ganz klar sagen, ein Down-Kind kann heute bis zu 60 Jahren oder älter werden, also es ist total lebensfähig. Ja, natürlich ist es mehr als lebensfähig, es ist lebensfreudig und natürlich ist das eine Entscheidung, die jede Mutter, jede Eltern für sich treffen müssen. Aber wir haben die Entscheidung eben getroffen. Wir wollen das nicht wissen. Wir wollen uns auf unser Kind freuen. Wir wollen die Schwangerschaft nicht mit diesen ganzen Tests und ganzen Fragen belasten, sondern wir wollen voller Hoffnung sein. Und als das Kind dann kam, haben wir es angeguckt und uns gefreut. Die Mutter gerade im Film hat gesagt, dass sie in letzter Zeit, seitdem die Diskussion so hochgekocht ist, auch schräg angeguckt wird nach dem Motto, wie kann man nur mit einem Down-Kind leben, warum hat man das nicht vorher geregelt, so ungefähr hat sie sich ausgedrückt, ziemlich hart. Ist Ihnen sowas auch schon mal passiert? Mir persönlich ist das zum Glück noch nicht passiert. Mein Sohn ist überall sehr offen und sehr gut aufgenommen worden. Ich weiß es aber von Bekannten, ich weiß es von anderen Eltern, dass das durchaus vorkommt, dass es diesen Druck gibt. Und das ist eine der Dinge, über die wir auch im Rahmen dieser Diskussion uns unterhalten müssen. Frau Aschenberg-Dugnus, ich habe es gesagt, der Bundesgesundheitsminister argumentiert, es ist viel schonender als die andere Methode. Selbstverständlich muss es dann auch Kassenleistung werden. Das auch Ihre Meinung? Ja, das ist auch meine Meinung, weil es kann einfach nicht von den finanziellen Mitteln abhängen, ob man sich diesen risikolosen Bluttest leisten kann oder nicht. Aber ich sage auch ganz deutlich, nur unter bestimmten Rahmenbedingungen. Also ich möchte keinen Massentest auf Trisomie 21 oder ein Screening, sondern nur bei Risikoschwangerschaften. Also klar, mit einer klaren Indikation. Dann muss es allerdings auch die Krankenkasse bezahlen. Es wird ja auch jetzt schon beraten, allerdings sagen Kritiker viel zu wenig, wenn so ein Test angewendet wird. Letzten Endes spielen Sie den Ball dann zurück zu der Mutter und dem Vater, die dann da sitzen und das Ergebnis vor sich haben. Bezahlt werden wird's, das ist gut für sozial schwache Familien, aber die Entscheidung kann natürlich den Eltern keiner abnehmen. Nein, das möchte ich ja auch gar nicht. Politik muss den Rahmen geben und der Rahmen ist eben Risikoschwangerschaft. Aber die einzelne Entscheidung, die möchte ich als Politik gar nicht treffen, die muss jeder selber möglichst diskriminierungsfrei treffen, diese Entscheidung. Und deswegen ist die Beratung ja auch wichtig, aber auch in beide Richtungen. Es darf niemand diskriminiert werden, der den Test macht, aber auch niemand, der ihn nicht macht. Das ist eine freie Entscheidung und für eine freie Entscheidung brauche ich gute Beratung. Und dazu gehört für mich zum Beispiel auch, dass ich sage, dass das Leben mit einem Down-Syndrom-Kind sehr erfüllend ist und dass wir gesellschaftlich darüber reden, welche Entlastungen Eltern bekommen können, dass das ein schönes Leben ist. Und das ist aber eine gesellschaftliche Debatte und dafür sind solche Diskussionen, wie wir sie jetzt führen, ja auch wunderbar, damit die Eltern wissen, ich bin nicht alleine. Aber die Entscheidung, die muss jeder Einzelne, jede Frau, jede Familie für sich selbst treffen und dabei muss es auch bleiben. Eine Behinderung ist abseits der Norm und durch so einen Test kann es passieren, dass solche nicht normierten Kinder einfach aussortiert werden, indem sich immer mehr Frauen dann entscheiden, dass diese Kinder nicht zur Welt kommen. Man sieht das in anderen europäischen Staaten. In Deutschland gibt es diese etwas umstrittene Diskussion. Was würden Sie denn Eltern raten, die vor der Frage stehen, lasse ich es testen, und den Eltern, die schon getestet haben und dieses Down-Syndrom dann festgestellt wurde? Ich kann Ihnen nur raten, sich sehr intensiv mit der Frage auseinanderzusetzen, weil es ist ja auch ein Trug, so zu tun, als würde man dann kein behindertes Kind bekommen. Man hätte irgendeine Sicherheit, dass das Kind gesund ist. Es wird auf eine genetische Veränderung oder auf mehrere kleine genetische Veränderungen geprüft. Viele andere Dinge werden nicht geprüft und viele andere Behinderungen kann man gar nicht vorher erkennen. Also ist es auch eine Illusion, die dann ein Stück weit geschaffen wird, so zu tun, als könnte man sich sicher sein, dass das Kind in jedem Fall gesund ist. Und alle diese Dinge, die müssen wir
in der Diskussion ansprechen. Und dann müssen sich Eltern entscheiden, wie sie ihre Schwangerschaft leben wollen und wie sie sozusagen mit bestimmten Ergebnissen dann auch umgehen würden. Oder vielleicht würden sie damit gar nicht umgehen. Und dann ist die Frage, müssen sie es dann überhaupt wissen und sich damit beschweren? Oder wollen sie es wissen, um sich darauf vorzubereiten? Das liegt dann in jedem Einzelnen. Aber wir brauchen eben einen guten Rahmen, eine gute Beratung, die Freiheit einer Entscheidung und die klare Aussage, alle Kinder sind bei uns gleich willkommen und wir unterstützen sie und ihre Familien in ihren besonderen Herausforderungen dann eben auch besonders. Wir stehen zu einer inklusiven Gesellschaft, in der man zusammen lebt, in der man zusammen lernt und in der man zusammen arbeitet. Da haben wir noch viel Luft nach oben. Und wir machen den Zugang zu Hilfe und Unterstützung so einfach und so leicht und so unbürokratisch wie möglich für diejenigen, die ihn brauchen. Und das sind eben die Diskussionen, die wir auch führen müssen, damit die Entscheidung wirklich eine freie Entscheidung ist und keine, die sozusagen unter gesellschaftlichen Zwängen oder finanziellen Zwängen oder persönlichen Zwängen stattfindet. Warum soll jetzt eigentlich die Untersuchung für Trisomie bezahlt werden, wenn man zum Beispiel Krankheiten wie Mukoviszidose heute auch schon seit einigen Jahren orten kann, wo da der Fehler liegt? Also könnte man auch die feststellen mit einem Bluttest. Wo ist da der Anfang, wo ist das Ende? Ja, das müssen wir immer bei einzelnen Fällen entscheiden. Und das ist nicht unsere letzte Diskussion, die wir hier führen werden. Und ich finde das eine ganz gruselige Vorstellung, wenn ich jetzt sage, teste ich jetzt, ob mein Kind vielleicht später an Diabetes erkrankt oder an MS oder an anderen Dingen, finde ich eine schlimme Vorstellung. Aber wir müssen immer darüber diskutieren. Die Wissenschaft wird immer weitergehen. Jetzt diskutieren wir hierüber und wer weiß, was in 5, 6 Jahren alles möglich ist. Und ich wiederhole mich, wir als Politik müssen den Rahmen setzen. Aber was dann die Eltern machen, ich habe zum Beispiel auch Eltern getroffen, die gesagt haben, vor 2012 haben wir diesen Test in Amerika machen lassen. Ja, also wir befinden uns in einer globalen Welt und wer das unbedingt machen möchte, was ich nicht für richtig halte, der kann es auch im europäischen Ausland oder noch weiter erhalten. Also wir müssen gesellschaftlich darüber diskutieren, wie wir damit umgehen. Und die letztendliche Entscheidung hat aber jeder Einzelne, also immer die Schwangere, was sie dann auch wirklich macht. Und dabei muss es immer bleiben. Die Frage ist ja auch, warum diskutieren Sie heute hier im Bundestag das? Denn der gemeinsame Bundesausschuss hat sich ja, der dafür zuständig ist, quasi schon festgelegt, hat gesagt, dieser Bluttest soll bezahlt werden bei Risikoschwangerschaften. Im August, September wird die endgültige Entscheidung fallen. Und er hat nicht abgewartet das Votum des Deutschen Bundestages. Also wie sinnführend ist das denn heute hier? Der gemeinsame Bundesausschuss hat ja unsere Debatte eingefordert und sie wird auch rückwirken auf die Entscheidung, die dort getroffen wird. Und es sind eben Fragen, die gehen über die Frage, ist das eine Kassenleistung oder nicht, weit hinaus. Die Frage des medizinischen Nutzens ist ja insgesamt in Frage zu stellen, weil man Down-Syndrom nicht heilen kann. Also es gibt viele Dinge, die man sozusagen rund um diese Frage als Parlament zu diskutieren hat, als der Ort, in dem solche Debatten stattfinden müssen und die man nicht an ein Gremium, ein Interessengremium, das sich um andere Dinge kümmert, sozusagen outsourcen kann. Und deswegen ist hier schon der richtige Ort und der gemeinsame Bundesausschuss wird ganz sicher das, was wir hier diskutieren, in seine Entscheidung mit aufnehmen müssen. Ja, das kann man nur hoffen, dass er das dann tut. Es gibt ja keine Abstimmung nachher, Frau Aschenberg-Dugnus. Und nochmal die Frage, wenn man also diesen einen Test jetzt als Kassenleistung bezahlt, dann stellt sich schon die Frage auch bei der fortschreitenden Wissenschaft, man wird immer mehr Möglichkeiten haben, vorher das genoptimierte Baby zu untersuchen und dann auch nur noch die auf die Welt kommen zu lassen, die dahin gehören. Das kann ja nicht das Ziel sein. Wo wollen Sie denn da eine Grenze ziehen? Also das muss man, wie gesagt, am Einzelfall entscheiden. Aber gerade Designerbabys wollen wir alle nicht. Also ich möchte nicht, dass wir jetzt feststellen, ob irgendwelche Erkrankungen möglicherweise in der Zukunft auftreten können. Das gleiche Problem haben wir ja bei Erwachsenen. Sie können heute feststellen, zum Beispiel bei Frauen, ob sie ein Gen haben, dass sie Brustkrebs bekommen. Da ist auch die Frage, wollen wir das? Und das ist auch die persönliche Entscheidung einer einzelnen Frau. Will ich den Test überhaupt? Wie gehe ich dann später damit um? Also das sind alles Fragen, ethische Fragen, die wir hier gerne diskutieren. Aber bitte auch dann am Einzelfall. Im Moment zum Beispiel diskutieren wir auch nur über Trisomie 21. Es gibt Trisomie 13, 18. Ganz unterschiedliche Fragestellungen. Deswegen wehre ich mich immer so, dieses so zu vereinfachen auf einen Test. Jeder Test muss man anders, jeden Test muss man anders beurteilen. Und das ist halt schwierig. Und das sollten wir hier heute machen. Und ich freue mich sehr auf diese Diskussion. Und Down-Syndrom-Kinder haben ja auch ganz unterschiedliche Behinderungen. Kommen wir ganz am Schluss zu Karl, ihrem 5-jährigen Sohn.
das Leben mit ihm, gestaltet sich das irgendwie anders als das von ihren Freundinnen mit Kindern? Ist das viel teurer mit so einem Kind? Da haben wir auch viele Angst vor. Natürlich ist das Leben ein besonderes, aber ganz ehrlich, ich habe gar nicht das Gefühl, ein behindertes Kind zu haben, sondern er braucht halt immer ein bisschen länger, bis er Dinge kann. Andere Dinge kann er ganz wunderbar. Und er ist wie alle anderen Kinder auch einzigartig, verschieden. Und so sind auch alle Down-Kinder einzigartig und verschieden. Und man kann auch nicht sagen, die Kinder sind dann so und die Kinder sind dann so. Nein, er ist ein ganz wundervoller kleiner Mensch und ich freue mich, dass ich ihn habe.